Ich habe einen schweren Impfschaden durch die SARS-CoV-2-Injektion erlitten. Ich bin somit einer von Millionen weltweit. Lungenembolie, Schlaganfall, Synkope, Dyspnoe und epileptische Anfälle. Ich habe dreimal gewonnen und überlebt. Dafür bin ich heute gezeichnet. Ich habe Hautkrebs, EBV, HPV, brennende Ausschläge wie unzählige Verrunkel am ganzen Körper. Mein ganzer Körper ist toxisch, mein Blut ist vergiftet und kämpft gegen mich. Mein Leben besteht aus Reizüberflutungen, Schmerzen und Kämpfen. Dennoch wäre ich als Akte X oder F-Diagnose abgestempelt. Die Impfgeschädigten so im Stich zu lassen und einen Antrag der Freiheitlichen Partei von mir, wo wir gesagt haben, wir brauchen Unterstützung für die Impfgeschädigten. Wir brauchen ein Nachsorgeprogramm, das finanziell, organisatorisch, personell so ausgestattet ist, dass man den Impfgeschädigten endlich einmal helfen muss und kann. Und das tut es ablehnen und vertagen. Geniert euch. Es muss sich was ändern. Wahltag ist Zahltag. So kann es nicht weitergehen. Für mich ist es absolut schon gar nicht mehr fragwürdig, sondern es grenzt für mich klar an ein Verbrechen, wenn man vorher weiß, dass es Millionen Geschädigte, 20.000 Tote gibt innerhalb der EU, bevor man eine Impfpflicht in Österreich beschließt und dann danach, kurz nach der Impfpflicht, behauptet, diese Impfung ist sicher. Das ist keine Sache von Meinung mehr. Wir reden hier von einem politischen Kapitalverbrechen. Und das gehört ganz massiv aufgearbeitet. Dafür braucht es eine politische Wende. Die derzeitige Einheitsfront an Parteien aller vier Farben wird das nicht machen. Und mit einer Veränderung wird hoffentlich auch die Aufarbeitung kommen, die es wirklich braucht. Auf der einen Seite und natürlich die Hilfe für die Impfopfer auf der anderen Seite. Tut das Geld nicht weiter, so wie bisher, mit 10 Händen beim Fenster rausschmeißen, die immerwährende Neutralität Österreichs gefährden, Sky Shield beitreten, das kostet 6 Milliarden Euro. Die 6 Milliarden tut's einmal nehmen und tut's einmal für die Impfgeschädigten hernehmen. Geniert's euch nicht, Herr Bundeskanzler Neham. Geniert's dich nicht, Herr Minister Rauch. Herr Bundeskanzler Karl Neham, Sie haben diesen Spiegel mitzerbrochen. Räumen Sie endlich die Scherben auf. Sie haben mit der ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos eine Impfpflicht beschlossen. Kümmern Sie sich jetzt um die vielen Impfopfer und geimpften Long-Covid-Patienten. Ihr habt versprochen, die Impfung ist sicher. Ihr habt es nicht gehalten. Ihr habt uns angelogen und geschädigt. Nun werden wir geleugnet und vom Staat wie Aussätzige behandelt. Über die Internetseite www.impfopfer.info können sich Menschen anmelden und können dort dann ihre impfopfererfahrenen Ärzte aus ihrer Umgebung auch einsehen und sich bei denen melden. Helfen wir zusammen, helft uns, dass wir zukünftig das tun, was in der österreichischen Bundesverfassung drin steht. Das Recht geht vom Volk aus. Und dass endlich auch einmal die tausenden Impfgeschädigten, die bisher im Stich gelassen werden, endlich einmal unterstützt werden und dass endlich einmal ein bisschen Gerechtigkeit kommt.